Ja, moin Leute und willkommen hier bei Vera Let's Plays und F1 2012, das Rennen in Texas. Und ist es immer noch trocken? Ah, immer noch trocken, 0%, harte Reifen. Wir fahren auf den harten los. Können wir das eigentlich noch wechseln? Strategie. Tatsächlich. Ja, es wäre schon cooler, auf den weicheren loszufahren. Aggressiv, selbstverständlich. So, und dann gehen wir in die Startaufstellung als 17. Platz. Vorne ist Ricciardo und wir wollen einfach nur ein paar Punkte holen. Wäre schön. Mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen können. Ja, ich brauche ja nicht erwähnen, dass wir hier wieder mit Kers losdüsen. So, die Ampeln sind an. Und dann geht's... Oh, da haben wir ein bisschen gepennt, aber ging doch noch ganz gut. Müssen wir natürlich zusehen, dass wir irgendwie nach innen kommen. Oh, das wird nichts. Boah, Ricciardo. Mann, das ist ja nicht von 1 gestartet. Boah, da fährt uns der Raikön direkt vor die Nase. Schon wieder. Neunter, ja, das ist... Ja, was soll man sagen, ne? Oh, shit. Das war natürlich mit der Brechstange. Aber haben wir Glück gehabt, dass sich der Button nicht gedreht hat. Und jetzt vielleicht doch nochmal die Chance, hier nochmal zwei zu überholen. Ah, da sind wir wieder zurück. Schade. So, und wenn wir hier dranbleiben, dann bietet sich vielleicht später nochmal die Möglichkeit, hier den einen oder anderen nochmal an so bestimmten Stellen mitzunehmen. Oh! Nicht aufgepasst, zu viel gequatscht und an der falschen Stelle Gas gegeben. Dann gibt's einen Dreher. Oh, shit! Komm! Ah, Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. Das hat zwar Zeit gekostet, aber die Position haben wir. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Eieiei, da hätten wir fast beide Rückblenden dann versenkt in der ersten Runde. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier an den Schumi rankommen. Nochmal rankommen. Nee. Thank you.
Oh, das war knapp. Das hätte auch ein Dreher werden können. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass er hier vorne nicht vorbeikommt, wenn wir da zumachen. Ich hoffe, das war nicht zu hart. Also war es schon, aber ich hoffe mal, die... Nee, gibt keine Strafe. Ja, ein Fehler und dann ist normalerweise die Position weg. Boah, und ich komme mit der Strecke nicht so wirklich zurecht, also... Wir beanspruchen die Reifen doch schon ganz schön extrem. Schumi mit der schnellsten Runde, ist er so. Ah, Mist. Jetzt dreckige Reifen, das kommt nicht so gut. Ah, der Vettel ist vor uns direkt. Ich dachte, der Schumi hier. Aber wir kommen ran so langsam, ne? Immer mal wieder ein Zehntel weniger. Auch wenn das jetzt hier gar nichts war. Mist. Auch das noch. Und dann auch noch der Dreher. Ja gut, dann können wir es immerhin beide Sachen in einpacken. Ach, sowas Blödes. Ohne Rückblende das restliche Rennen. Ja, sind ja noch 10 Runden. Das wird lustig. Ja, jetzt ist der Vettel natürlich wieder 1,5 Sekunden weiter weg als eben. Ah, diese Kurve, ey. Bin ich jedes Mal wieder vom Neuen überrascht, obwohl ich es ja jetzt eigentlich wissen müsste. Oh, ich fahre an diesem... ich mag das nicht. Das ist so wie Japan im Miniaturformat. Jetzt kommt er ran mit DRS natürlich.
Aber wir sind später auf der Bremse. Boah! Wo ist die Strafe für Button? Und wo ist die Strafe jetzt für uns? Ja, da bin ich auch. Da ist irgendwas da hinten, die Reifen. Ja, haben wir einen Platten oder was? Guck mal hinten links. Ja, ist ein Platter. Da haben die uns den Reifen platt gemacht. Das darf ja nicht sein. Ja, hier sieht man es auch bei der Schadensanzeige hier. Das darf ja gar nicht sein. Ah, ich fasse es nicht. Das sah eigentlich ganz gut aus. Und dann kommt erst Button, dreht uns und dann die Gruppe danach haut uns die Reifen kaputt. Ja, super. Und eine Strafe bekommt dann niemand. Es geht nicht mehr viel. Tja. Ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Lust, jetzt weiterzufahren. Ich meine, es geht ja um nichts mehr, ne? Wir könnten uns höchstens rächen. Gucken, wer uns die Reifen kaputt gemacht hat. Oder hier unseren Teamkollegen kaputt fahren oder so. Nein, das macht man nicht. Ach Mensch, sowas Blödes aber auch, ey. Ja, Freunde, das tut mir jetzt leid. Können wir denn irgendwie spulen? Nee, ne? Renndirektor. Naja, machen wir es so. Lassen wir uns disqualifizieren. Aber ich möchte dabei niemanden zu Schaden kommen lassen. Ich möchte nur eine blaue Flagge hier. Genau. Wir blocken den jetzt einfach weg. Also nicht kaputt machen, sondern einfach blaue Flagge ignorieren. Das ist, glaube ich, ein relativ geringer Delikt. Besser als jetzt in die falsche Richtung zu fahren. Oh shit. Haben wir ihn doch kaputt gemacht. Na, wobei, nee, ging. Oh, shit. Da hat er sich gedreht. Die Strafe ist jetzt für Kollision? Ach, tatsächlich. Er fährt uns hinten rein und wir kriegen die Strafe. Klar. Ich will doch nur die blauen Flaggen ignorieren und disqualifiziert werden. Ist das denn so schwer? Nein, bin ich wieder. Ich wollte mich da nur hinstellen. Ach, wir werden schon noch unsere schwarze Flagge bekommen. So, Kopf hier, Strafe mal 2.
Nein, ich möchte wieder vorbei, Kollege. Ich bin schneller. Die gucken bestimmt nicht schlecht, wenn ein... Oh shit, ein Auto mit was eine blaue Flagge bekommt, die überholt. Ah, da ist es doch endlich. Ja, Leute, das hatte echt keinen Wert mehr, wisst ihr? Gut, ich habe selber auch ein, zwei Fehler zu viel gemacht, aber auch die haben mich ins Drehen gebracht und die Reifen kaputt gefahren. Da passiert gar nichts. Na gut, das war ja nichts. Wir haben noch ein Rennen vor uns nächste Woche in Japan. Und danach, wenn ich es schaffe zeitlich, ich weiß nicht, was da denn für Let's Plays noch kommen. Danach schaue ich auch nochmal hier in diese anderen Saison-Challenges, Karriere-Challenges, die man hat. Und dann machen wir da noch ein paar Folgen, bis dann F1 2013 irgendwann im August, September rauskommt. Also einfach immer Samstag, Sonntag, ich weiß nicht, ob Freitag dann auch, aber Samstag, Sonntag immer Ausschau halten. Und da wird dann immer was hochgeladen, was F1 beinhaltet. Ja, wir können noch mal kurz gucken hier, Brasilien nächste Woche, natürlich Regen, warum auch nicht. Ja, wir sind hier auf dem 6. Platz in der Fahrer-WM, das ist nicht schlecht, also da sind wir eigentlich wirklich gut. Wir sind vor Schumi, vor Massa, vor Button, vor Vettel, der sowieso in diesem Spiel so unterwert. Und Grosjean vorne hier, unfassbar. Na gut, wir sehen uns nächste Woche dann an selber Stelle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.